Hallo, ich bin der Felix und heute erkläre ich euch, wie kann man Fahrradfahren beibringen Leuten im vorgeschrittenen Alter. Wie komme ich auf das Thema? Also ein Jugendlicher hat mir gefragt beim Radrennen, wie kann er seinem Opa Fahrrad beibringen? Der hat in Kindheit kein Fahrrad gehabt, kein Kinderrad. Die Eltern haben auch kein Fahrrad gehabt nach der Kriegszeit und er hat keine Möglichkeit gehabt, Fahrradfahren zu lernen. Dazu muss man noch sagen, damals, gleich nach dem Krieg, die Fahrräder waren sehr selten. Das waren alles Fahrräder noch gebaut vor dem Zweiten Weltkrieg oder kurz nach. Und da gab es keine Fahrradgrößen. Rahmengrößen für Kinder, für Erwachsene, für große Leute, kleine Leute. Dann gab es noch Männerrad oder Damenrad und das war's. Und die Kinder waren eventuell mit Dreirad beglücklicht und sie konnten da grinsen und fahren. Aber es ist ganz was anderes, Zweirad zu fahren oder Dreirad zu fahren. Und so kommt, dass die Generation da jetzt nach 60, viele Leute können gar nicht Fahrrad fahren. Aber die würden gerne jetzt sich da so Elektrorad zu legen. Hauptsächlich Frauen waren da auch sehr benachteiligt in dieser Zeit. Und das muss man sich noch vorstellen, dass die Kinder haben auf den großen Fahrrädern Fahrradfahren gelernt. Das hat wehgetan ohne Ende. Hat man auf dem großen Fahrrad da gestanden, nicht gesessen und ist man bergunter oder bergunter runtergefahren und immer gestürzt. Und das war unheimlich viel. Große Wehe, hat wehgetan, waren die Knie kaputt, Ellbogen kaputt, Kopf war auch nicht so in Ordnung. Das ist, kann man sich jetzt gar nicht vorstellen. Die kleinen Kinder haben jetzt Laufräder. Da kann überhaupt nichts passieren. Die Kinder sitzen auf dem Laufrad und beide Füße sind auf dem Boden. Lenker mit Bremsen ist alles abgesichert. Damals gab es das nicht. Hat es wehgetan ohne Ende. Und deswegen sind noch viele Leute, die kein Fahrrad fahren können. Wie kann man das jetzt den Leuten beibringen, dass es nicht wehtut und Hose und Knie in Ordnung sind? Also sollte man sich ein Fahrrad schnappen, relativ kleinen, das Sattel ganz niedrig ansetzen, Pedale abmontieren und dann kann man probieren, so wie bei Kindern, das ist so wie ein Laufrad. Und wenn man die Balance beherrscht, dann kann man Pedale anbringen und wieder da ein bisschen Puckel runterfahren oder Berg runterfahren und dann langsam anfangen zu probieren auf Fahrradwege, nicht auf der Straße, bis man da ein bisschen abgesichert ist und hat man keine Angst, dann kann man das beherrschen. Natürlich wird das jetzt sehr, sehr peinlich für bestimmte Leute, aber da muss man durch. Die Kinder mussten sich auch damals geschämt haben, wenn die da jetzt mit kaputten Knien kamen heim und haben wahrscheinlich noch Prügel gekriegt, dass die das nicht können oder haben das Fahrrad kaputt gemacht und so weiter. Jetzt ist das die Zeit gekommen, wo kann man sich helfen, gibt es verschiedene Möglichkeiten und so schrecklich ist das nicht. Ich bin dieser Meinung, dass jeder Mensch Fahrradfahren beherrscht ohne Probleme, muss man nur wollen. Wenn man das Fahrradfahren beherrscht, sollte man vielleicht ein Jahr warten, bis man das Fahren da tatsächlich gut beherrscht, fühlt sich sehr sicher, dann kann man eventuell sich ein Elektrorad zulegen und wenn das dann klappt, dann kann man auch ein Pedelec
aus sich haben. Und immer sollte man im Vordergrund halten, dass Fahrradfahren relativ sehr gefährlich ist und da kann man sich ernsthaft verletzen. Also die Sicherheit muss da sein und Vernunft auch, dass man da nicht sich selber in Gefahr bringt. Ne? Das ist nicht der Sinn von der Sache. Aber Fahrradfahren macht viel Spaß, sieht man viel, ist man draußen, frische Luft, kann man viel erkunden. Zentrum steht die Sicherheit und dass man sich selber nicht überschätzt und hauptsächlich, dass man nicht gleich da zum Pedelec greift und sich in Gefahr bringt. Ich hoffe, dass ich mit diesem Video euch geholfen habe. Vielleicht kennt ihr jemanden, der nicht Fahrrad fahren kann, aber er würde gerne fahren. Dann könnt ihr das Video als Tipp geben. Es würde mich freuen, wenn jemand mit diesem Video weiterkommt mit Fahrradfahren. Weitere Videos gibt es hier. Abonnieren hier. Das war's für heute und tschüss.